Also ich würde jetzt für mich sagen, wenn man sich selbst treu bleibt in so einem Scheiß, dann hat man Ehre für sich selbst beibehalten, ne? Bist du ein Ehrenmann? Ja. Yo, was geht ab, meine Besten? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder mal in meiner Heimatstadt und ich werde mal heute die Düsseldorfer befragen, ob sie wissen, was ein Ehrenmann ist. Und ja, let's go. Eine kleine Umfrage, und zwar wollte ich einfach nur wissen, was ein Ehrenmann ist. Weißt du das? Ein Ehrenmann? Das ist hart. Vielleicht die Dame? Was ein Ehrenmann ist? Genau, was denkst du, was das... In zwei, drei Sätzen, was denkst du, was das sein könnte so? Ein Ehrenmann? Das ist jemand, der seine Frau gut behandelt. Das ist jemand, der... Bist du ein Ehrenmann? Ja. Kennt ihr das Jugendwort des Jahres? Ehrenmann. Okay, weil wisst ihr auch, was das bedeutet so? Könnt ihr das kurz in zwei, drei Sätzen erklären? Ja, wenn halt eine Person korrekte Sachen macht oder so, oder zum Beispiel auch wenn die Mutter irgendwie mal eine Energy mit nach Hause bringt oder so, ist das halt eine Ehrenaktion so. Ja, Mann, würdest du dann sagen, ey, die Mutter ist eine Ehrenfrau oder? Ja, normal. Meine Mutter will das dann auch hören. Ich würde sagen, ein Ehrenmann ist, jeder, der den Film Den Pate gesehen hat, der sollte eigentlich verstehen, was ein Ehrenmann ist, ne? Also, so recht, Digga. Das sagt er auch immer, ne? Also ein Ehrenmann ist der, der seine Familie so als erstes in seinem Family Leben first. Hat, ne? Ja. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, was ein Ehrenmann ist, ne? Sich selber als Letztes zu sehen und alles Weitere und alles um ihn herum als Erstes zu nehmen. Ja? Nice. Warum hast du die gelbe Jacke an so? Weil dann, wenn ich mich dazu setze, das ist nicht nice. Einfach so, weil ich fand ihn nice, hab die Bayern bleiben gesehen und keine Ahnung, kann man gut mit schwarzen Sachen kombinieren. Ja, ja. Nice. Aber kommst du dir da nicht vor wie so ein Schulbus, so amerikanischer Schulbus? Hab ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Easy. Ich glaube, das kommt auch aus dem Hip-Hop, so, also aus dem Deutschrap wird das auch öfters benutzt. Aber ja, ihr habt das ganz gut zum Punkt gebracht. Ich glaube, Deutsch-Hip-Hop, Deutsch-Rap ist kein gutes Beispiel dafür, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Natürlich an der Stelle. Da würde ich eher andere Beispiele nehmen, sondern eher so aus dem Film nehmen. Deutsch-Rap finde ich ehrlich gesagt nicht als ehrenvoll. An dieser Stelle. Natürlich an der Stelle. Easy. Und was denkst du, was ein Ehrenmann ist? Das gleiche, halt irgendjemand, der halt korrekt drauf ist und einfach so eine coole Aktion macht. Zum Beispiel, er ist Ehrenmann, er filmt einfach das Video. Ich weiß nicht, ob er Geld dafür bekommt, aber er filmt das und er ist ein Ehrenmann. Wenn er dein Kollege ist und das gratis filmt, dann ist er ein Ehrenmann. So. Ey, er ist ein Ehrenmann. Ja, Kameramann, Ehrenmann. Ja, Ehrenmann. Leute, die eine ehrenhafte Aktion machen. Okay. Also, was denkst du, woher das kommt so? Boah, ja, wenn ich jetzt jemandem was ausgebe, sagt er zu mir, boah, richtiger Ehrenmann bist du. Wenn ich dem die letzte Kippe gebe, sagt er, richtiger Ehrenmann. So. Aber wie würdest du das jetzt so deinen Eltern erklären oder älteren? Genau so. Ja? Ein guter Freund oder einer, der dir in bestimmten Situationen hilft. Safe. Was denkst du, woraus ist das entstanden so? Das Wort... Woraus ist das entstanden? Danke, ne, für den Einsatz. Ja. Die ist einfach mal so drunter gegangen, Leute. Finde ich nice, ja. Aber was denkst du, woher das kommt? So aus? Keine Ahnung. Wo das genau herkommt, keine Ahnung. Ja. Weil ich würde sagen, so, ey, das kommt aus dem Hip-Hop, aber ja, dann würden andere sagen, nee. Ist nicht fast jedes Jugendwort mittlerweile aus der Hip-Hop-Szene? Ja. Eigentlich alles aus dem Deutschrap, würde ich mal sagen. Viel, ne? Von daher. Wisst ihr, was Ehrenmann bedeutet? Der Begriff Ehrenmann, was bedeutet der? Ja, wie der Name schon sagt, beziehungsweise beinhaltet, ein Ehrenmann. Jemand, der wahrscheinlich oldschool-mäßig noch drauf ist und zu seinem Wort steht und männliche Werte vertritt. Ja. Weißt du, was der Begriff Ehrenmann ist? Naja, Ehre ist halt, wenn man... wenn ich sage, also wenn man ehrenvoll ist quasi, halt... wenn man etwas gut gemacht hat oder Another one. Ja, keine Ahnung. Was denkst du, was bedeutet Ehrenmann? Ich würde sagen, es zeichnet einen korrekten Menschen aus, der... Ja.
Was denkst du, woher das kommt, der Begriff Ehrenmann so? Es geht um jemanden, der die Tugenden vertritt, Werte, für Werte, den Werte wichtig sind. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja, weil das wurde ja von der Jugend halt so, also es wurde am meisten benutzt, ne? Also ich sag mal so, das kommt vom Deutschrap irgendwo auch. Aber was denkt ihr, woher das kommt? So, habt ihr irgendwo... Wüsste ich jetzt nicht. Aus Spanien. Aus Spanien? Ja, ja, ja. Hermano. 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 Genau, Hermano. Na klar. Also bist du ein Ehrenmann, dein Kollege? Er ist ja ein Ehrenmann. Ja. Oder umarmen ihn dann richtig im Stehen dann, ja, einmal, ja, bitte. Easy, easy. Würdest Stress. Du den einmal so umarmen, weil er ein Ehrenmann ist, weil... Kein Stress. Easy, dann umarm den einmal mal bitte. Das ist doch mal liebe Freunde, ey. Das sind wahre Ehrenmänner. So würde ich das auf den Punkt bringen. Weißt du, was ein Ehrenmann ist? So was wie du hast Ehre oder so? Ja, ja. Kannst du es noch ein bisschen deutlicher definieren, so in 2-3 Sätzen? Was bedeutet Ehrenmann? Also ich würde jetzt für mich sagen, wenn man sich selbst treu bleibt in so einem Scheiß, dann hat man Ehre für sich selbst beibehalten, ne? Ehrenmann. Weißt du, was ein Ehrenmann ist? Nein, leider nicht genau, aber ich habe es auf jeden Fall gehört, dass es Jugendwort des Jahres ist. Ja, aber was denkst du, was das so sein könnte? So hat was mit, ja, Ehre? Wenn man gönnt den anderen was. Okay, kannst ja. Kannst auch gerne. Ja, ja. So ja. In die Richtung, ja. Finde ich gut. Also du meinst, wenn jemand halt jemand wertschätzt oder... Genau. Oder den anderen irgendwie unterstützt oder sonstiges. So in die Richtung, ja. Okay. Ja. Und bist du eine Ehrenfrau? So. Logisch. Mein erster Eindruck, als ich sie das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Also würdest du jetzt sagen, du bist ein Ehrenmann oder nicht? Ich habe meine Prinzipien und wenn das jemand als Ehre bezeichnen möchte, kann er das gerne machen, ne? Okay. Alles klar, Mann! Yeah, man, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute hatten wir viele verschiedene Antworten zum Jugendwort des Jahres. Und ja, Freunde, was denkt ihr? Hatten die Leute Ahnung auf der Straße oder eher nicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.